Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute einmal mit den Top-Performern der letzten Tage beschäftigen, mit dem Fokus auch auf Cardano, wie sie ihr All-Time-High gebrochen haben und wo unsere Top-Kryptowährungen aktuell stehen. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, schauen wir als erstes hier auf CoinMarketCap. Wir sehen schon, Cardano hat das All-Time-High gebrochen. Spitze war, glaube ich, 2,54 Dollar. Das sehen wir gleich auch nochmal genauer im Chart. Ja, hat aber nun deutlich BNB hinter sich gelassen. Vorher war es immer so ein Kampf zwischen Platz 3 und Platz 4. Da war immer so, ja, eine Milliarde Unterschied im MarketCap. Jetzt sind wir fast 10 Milliarden drüber. Also haben BNB vorerst zumindest deutlich hinter uns gelassen. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, hat natürlich auch viel mit den Smart Contracts zu tun, die nun am 12. September rauskommen sollen, released werden sollen. Ich bin da mal gespannt, ob das wirklich alles so stattfindet. Cardano ist ja leider auch bekannt dafür, gerne mal Termine zu verschieben, was meiner Meinung nach auch der Grund ist, warum wir überhaupt noch so verhältnismäßig tief stehen für Cardano eigentlich. Also ja, wären nicht ständig Termine verschoben worden, die Smart Contracts schon ein bisschen eher gekommen wie ursprünglich angepriesen, dann hätte ich Cardano schon lange bei einem 100 Milliarden Dollar Market Cap gesehen. Eigentlich schon während des letzten Bullruns, so Richtung April, Anfang Mai rum. Von daher, Cardano ist meines Erachtens immer noch weit unter dem Wert. Also generell, wer Cardano unter 2 Dollar noch gepickt hat, kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Also da ist definitiv in der Zukunft Potenzial, auch mal auf 5 bis 10 Dollar hochzuschießen. Definitiv noch nicht Ende diesen Jahres. Dieses Jahr kann ich mir gerne 3 Dollar etc. vorstellen, sehen wir wie gesagt gleich auch nochmal am Chart. Aber generell, Cardano meines Erachtens auf jeden Fall noch deutlich unterm eigentlichen Wert. Ja, auch Ethereum und Bitcoin haben sich von einer kleinen Korrektur eigentlich soweit erholt. Bitcoin wieder straight in Richtung 50.000. Ethereum möchte gerne das letzte High nochmal wieder knacken. XRP bleibt relativ stabil bei 1,24 Dollar aktuell. Polkadot sieht auch relativ gut aus, läuft eigentlich straight auf die 30-Dollar-Marke zu. Solana sowieso mit absolutem All-Time-High. Ja, in den letzten 24 Stunden eher stabil, wurde aber auch Zeit nach so einem krassen Anstieg. Uniswap auch mal straight auf die 30 Dollar zu. Terra Luna auf jeden Fall sehr, sehr stark. Habe ich tatsächlich unter 5 Dollar gecatcht, bei ich glaube 4,80 Dollar circa, also gut 600% Profit in den letzten 30 Tagen. Leider nicht so viele Coins von geholt, da ich mich auf andere Währungen wie Polkadot und VeChain mehr konzentriert habe. Aber dennoch eine sehr, sehr schöne Performance in meinem Portfolio. Chainlink sieht auch gut aus, Spitze war glaube ich jetzt knapp 29 Dollar, ist also auch wieder straight auf die 30 Dollar zu. Litecoin hängt nach wie vor ein bisschen hinterher, Polygon sieht auch gut aus. Ja, VeChain kommt auch noch nicht so ganz aus dem Knick, ist meines Erachtens auch noch deutlich unterm Wert, also kann definitiv auch mal zumindest wieder so 15, 16 Cent anlaufen. Ich würde sagen, wir springen dazu erstmal in den Chart und zwar schauen wir uns ADA an. Wir sehen schon hier, übergeordnet, das habe ich im letzten Video ja schon gesagt, die Ziellevel hier definitiv bei 2,60 Dollar bis 3 Dollar. Ist das straight auf dem Weg hin? Ich hätte mir ehrlich gesagt hier in dem Fall eine größere Korrektur gewünscht, also hier runter und dann hoch. Letztendlich hat er die kleinere Korrektur gemacht, also die 50% Korrektur von der letzten Aufwärtsbewegung hierhin, das war dieses Kästchen. Daraus hat er eine Reaktion gezeigt. Reicht auf jeden Fall völlig aus, dass er hier sich für Szenario 2 entschieden hat. Wie gesagt, das hätte ich mir eher gewünscht, einfach um ihn selber nochmal etwas tiefer zu catchen. Und generell größere Korrekturen, ja, sind immer schöner für die zukünftige Chartentwicklung. Aber ja, kann er natürlich gerne machen, hier die Reaktion zeigen, jetzt straight auf die Ziellevel zu. Jetzt ist natürlich die Frage, was er hier macht, also ja, wie begeistert sind die Nutzer von dem Smart Contract Release. Ich kann mir aber gut vorstellen, einfach nach dem Motto, buy the rumors, sell the news, also die Gerüchte kaufen und die News letztendlich verkaufen, dass wir bis zu den Smart Contracts hier auf jeden Fall einen Uptrend sehen werden und wenn sie tatsächlich draußen sind, dass wir dann vielleicht, was weiß ich, irgendwo hier oder so stehen und dass es dann auf jeden Fall nochmal einen dicken Short gibt. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ob das so eintreten wird, kann ich natürlich nicht sagen, eine Glaskugel habe ich nicht. Generell aber sehr, sehr stark für ADA, also ein 100 Milliarden Dollar Market Cap. Ende August oder sogar im, oder spätestens im September kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, nichtsdestotrotz, wenn die Ziellevel erreicht sind, herrscht auf jeden Fall erstmal größeres Korrekturpotenzial. Ist natürlich die Frage, ob er jetzt hier ein bisschen überextendiert, also ruhig mal die 3 Dollar Marke etwas mehr knackt und dann runterkommt oder ob wir hier schon in den frühen Level eine Reaktion sehen. Aber Korrekturpotenzial ist dann auf jeden Fall da.
Generell Preisprognose für ADA. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er bis Ende des Jahres auf jeden Fall über 3 Dollar steht. Ja, das heißt, selbst wenn er dann eine stärkere Korrektur einleitet, dass er sich bis Ende des Jahres über 3 Dollar halten kann. Wie viele jetzt so sagen in den Prognosen, ich habe schon viele Videos gesehen, 5 bis 10 Dollar dieses Jahr noch und das wird Ethereum überholen etc. Ja, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also klar kann alles immer passieren, aber das ist auch immer dann so viel Clickbait etc. Also 3 Dollar, auch über 3 Dollar kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir wirklich dieses Jahr noch irgendwie die 5 Dollar Marke knacken, glaube ich nicht. Aber 5 bis 10 Dollar irgendwo im Jahr 2022 ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario. Wer also für den Longterm hier ist, da ist ADA mit 2 Dollar, 2,50 Dollar auf jeden Fall immer noch ein günstiger Fang. Nichtsdestotrotz sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn man jetzt direkt in eine Bewegung einsteigt. Generell macht ADA auch fast 20% meines Portfolios aus, ist einer meiner Top-Picks, habe ich wie gesagt auch noch unter 25 Cent gekauft. Mit ADA habe ich also definitiv die beste Performance in meinem ganzen Portfolio. Ich muss gestehen, dass ich dann hier ein wenig zu geizig war. Ich habe wie gesagt gehofft, dass es hier die etwas größere Korrektur gibt. Hier habe ich mich letztendlich mit einer Buy-Limit-Order positioniert bei 1,65 Dollar. Hat leider nicht geklappt. Kommt vor, ich bin generell aber mit ADA relativ gut eingedeckt, von daher nicht ganz so schlimm. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wo wir in den nächsten Tagen stehen werden. Springen wir nochmal ganz fix in den Bitcoin rein. Ist wie in den letzten Videos erwähnt hier noch ein kleiner Kampf zwischen Bullen und Bären. Also wir haben hier das bullische Ziellevel, was er gut überextendiert hat. Hier das große rote Kästchen ist eben das bärische Korrekturlevel der letzten Abwärtsbewegung. Also wenn wir da übergeordnet nochmal reinschauen. Ja, von dieser Abwärtsbewegung hier dementsprechend, das ist natürlich hier ein Kampf, das noch zu brechen, auch schwierig, weil er eben keine große Korrektur eingeleitet hat, also wünschen würde ich mir auch hier tatsächlich nochmal, dass man ein bisschen tiefer kommt, Liquidität einsammelt und dann impulsiv hier drüber hinaus schießt, das würde ich mir auf jeden Fall für den Bitcoin wünschen, ansonsten wird es glaube ich relativ schwer, das rote Level hier zu brechen und vollständig die bärische Struktur hinter sich zu lassen. Auch wenn es natürlich jetzt erstmal sehr gut für die Bullen aussieht, besteht natürlich immer hier die Möglichkeit zur Reaktion, was wir natürlich dann jetzt auch schon 5-6 Mal gesehen haben. Erste Reaktion, zweite Reaktion, dritte, vierte Reaktion. Hier ist es jetzt natürlich entscheidend, ob er die fünfte Reaktion macht oder ob er vielleicht mal ein bisschen höher kommt. Ethereum, wie gesagt, kämpft immer noch darum, das letzte High hier zu brechen. Größer korrigieren möchte er aber anscheinend auch nicht. Das waren hier so meine Wunschprognosen, dass er nochmal ein bisschen stärker runterkommt. Mehr Käufer einsammelt und dann nach oben schießt. Ja, Litecoin, wie gesagt, der schlechteste Performer meines Portfolios. Habe ich auch so ein bisschen abgeschrieben, ehrlich gesagt. Ich kann mir zwar auch noch vorstellen, dass er in den nächsten Jahren definitiv nochmal das All-Time-High bricht. Aber von den 400 Dollar, da sind wir noch wahnsinnig weit von entfernt. Ich glaube nicht, dass er es dieses Jahr noch schafft. Von daher, Litecoin sehe ich eigentlich nicht so stark in nächster Zeit. Polkadot hat auf jeden Fall genau die Prognose gemacht, die ich im letzten Video gesagt hatte. Ich habe ja hier gesagt, Polkadot wird auf jeden Fall hier unkorrigiert weiterziehen und genau das hat er gemacht. Das bärische Level gebrochen, vollkommen unkorrigiert. Hier hat er eine kleine Korrektur eingeleitet, aber nicht wirklich nennenswert. Ja, ist natürlich da mit einer Bewegung irgendwo gleichzusetzen. Struktur ist nicht wirklich vorhanden. Wir müssen jetzt schauen, was er macht. Also für eine gute Chartentwicklung wäre tatsächlich dann mal eine etwas größere Korrektur und dann... aber wie das ja halt im ultimativen Bullrun so ist, häufig bleiben die Bewegungen unkorrigiert, aber dann können wir halt auch analysetechnisch nicht viel daraus lesen. Ja, VeChain, wie eben schon angesprochen, hat eigentlich ganz gut die Bewegung fortgesetzt. Hier bis dahin ist er eigentlich gefolgt. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen tiefer gewünscht und dann mit der Reaktion hier nach oben in die Ziellevel. Also, dass er jetzt so früh hier reagiert, weiß ich nicht, ob das so ganz so gut ist. Aber mal schauen, letztendlich, wenn er dann das hier straight fortsetzt, also irgendwie so in die Richtung, darf er gerne machen. Solana, wie gesagt, absolut krass. Denkt gar nicht mal daran, irgendwie hier eine Korrektur einzuleiten. Also auch die übergeordneten Ziellevel deutlich überextendiert. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Achso, XRP haben wir hier noch auf dem Zettel. XRP hat tatsächlich ein bisschen stärker korrigiert. Das auf jeden Fall für eine gesunde Chartentwicklung sehr, sehr gut. Also der darf gerne mal ein bisschen weiterziehen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Tage so mit sich bringen. Ich glaube, der August und September werden den Bullrun nochmal ordentlich fortsetzen. Danach kann ich mir aber gut vorstellen, dass es auch erstmal einen größeren Abverkauf gibt. Seid auf jeden Fall vorsichtig mit eurem Investment. Generell sind wir in den meisten Coins natürlich noch weit vom All-Time-High entfernt. Von daher ist es so gesehen noch recht günstig. Aber wir haben auch lange unkorrigierte Bewegungen. Von daher wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, wenn man jetzt mitten in den Markt einsteigt. Denn es kann gut sein, dass wir in den nächsten Tagen noch bessere Möglichkeiten bekommen, um einzusteigen. Ja, das war's von mir zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.